Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute die 15. Lesung von Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte. Wir beginnen heute auf Seite 144 in dem Buch mit einem neuen Kapitel, das da heißt, eine gewaltsame Wendung. Und gleich der erste Satz, da habe ich einen kleinen Kommentar zu, denn der Autor sagt hier, es kann nicht bezweifelt werden, dass die Ermordung Pauls I. eine Folge seines tyrannischen Verhaltens war. Nun, wer hat denn dieses Verhalten von dem Zar Paul I. als tyrannisch eingeschätzt? Ich gehe mal davon aus, dass das diejenigen sind, die seine Ermordung rechtfertigen. Und da lesen wir in meinem Papier, das ihr auf Archive findet, der Schwur oder vierte Eid der Jesuiten, vierte Eid, weil das der Eid des vierten Grades ist, also es ist nicht jeder Jesuit, der das schwört, das sind die Jesuiten, die in eine leitende Position eingeschworen werden. Da steht eben bei dem Ritual, das abgehalten wird, an jeder Seite steht ein Mönch, von dem einer ein gelb-weißes Banner hochhält, von dem wir ja wissen, dass es die Farben des Papstes sind, die Farbe der Vatikanflagge, den Farben des Papstes gemäß, wie es hier heißt, und der andere ein schwarzes Banner mit einem Dolch und einem roten Kreuz über einem Schädel mit gekreuzten Knochen, der mit dem Wort I-R-N-I in Ri versehen ist. Darunter stehen die Worte Justum Neca Reges Impius. Die Bedeutung davon ist, es ist gerecht, pietätlose und heretische Könige, Regierungen und Herrscher auszulöschen oder zu zerstören. Jetzt nochmal den ersten Satz aus dem neuen Kapitel. Es kann nicht bezweifelt werden, dass die Ermordung Pauls I., also des russischen Zaren, eine Folge seines tyrannischen Verhaltens war. Ich überlasse euch jetzt da die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Aber seine Förderung und Begünstigung der Jesuiten, seine Beziehungen zum Papst trugen ihm die wachsende Gegnerschaft der russischen Geistlichkeit und der orthodox gläubigen Russen ein. Da nun deren Religiosität mit ihrem Nationalgefühl eng verbunden war und die Unterdrückung der Freimaurerei den Zaren auch bei den liberal denkenden Russen verhasst gemacht hatte, ist die entstehende Verschwörung hochgestellter Staatsbeamte und Offiziere zum Sturz Paul I. verständlich. Die ursprüngliche Absicht war indes nicht, den Zaren zu ermorden, sondern ihn zu zwingen, zugunsten seines Sohnes Alexander abzudanken. In der Nacht des 24. März 1801 begaben sich die Verschworenen zwischen 11 und 12 Uhr in den Michailowschen Palast und drangen bis in das Schlafzimmer des Zaren vor. Sie weckten ihn und legten ihm die Abdankungsurkunde zur Unterzeichnung vor. Paul lehnte die ihm zugemutete Abdankung entrüstet ab und weigerte sich empört, die Urkunde zu unterzeichnen. Einer erregten Auseinandersetzung folgte ein wüstes Handgemenge mit den Verschwörern, in dessen Verlauf der Zar überwältigt und erdrosselt wurde, wie einst sein Vater, der Zar Peter III. Während die Russen und alle revolutionär bzw. freimaurerisch eingestellten Bewohner der übrigen europäischen Staaten den Tod des Zaren Pauls I. begrüßten, waren die Jesuiten in ihren Plänen erheblich gestört. Kommentar von mir, so scheint es nach außen. Aber wir wissen ja, dass die Jesuiten immer Pläne haben, die wir oftmals gar nicht durchschauen können, weil die 100, 150 Jahre im Voraus Dinge planen. Und wenn hier jetzt auch dieser Tod des Zaren einen Rückschlag bedeutet, haben sie doch diesen Rückschlag auf die eine oder andere Art und Weise auch einkalkuliert. Ja, der Autor sagte ja hier gerade, dass eine entstehende Verschwörung der hochgestellten Staatsbeamten und Offiziere zum Sturz Paulus I. geführt hat. Ich bin persönlich nicht davon überzeugt, dass die Offiziere und hohen Staatsbeamten eventuell nicht unter dem Einfluss von Jesuiten standen. Und damit wäre dann die Begründung, die ich aufgrund des vierten Eides der Jesuiten gerade gegeben habe, bestätigt. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, was er da glaubt oder nicht glaubt. Aber die Jesuiten
schrecken vor keinem Mord zurück. Jeden Menschen auf dieser Erde ermorden sie, ungeachtet seiner Stellung. Das steht übrigens auch im Eid drin. In seinem Bericht, also jetzt von dem Europäischen Tod waren die Jesuiten, in seinem Bericht an den Papst bezeichnet der Jesuit Gruber den ermordeten Zaren als den großen Protektor der römischen Kirche und der Gesellschaft Jesu. Die Verschwörer waren sich jedoch der drohenden Gefahr einer Unterwerfung unter die Herrschaft der römischen Kirche sehr wohl bewusst. Um diese Unterwerfung hatte es sich gehandelt und nicht nur um eine krankhaft wankelmütige Veranlagung eines halb wahnsinnigen Kaisers, wie es gelegentlich dargestellt wird, so urteilt Winter an anderen Orten, 2. Band, Seite 142. Die Verschwörer wussten außerdem, dass die Zarin Katharina II. Beabsichtigt hatte, ihren Sohn Paul zugunsten ihres Enkels Alexander von der Thronfolge auszuschließen. Wegen der römischen Gefahr aber schlossen die Führer der Palastrevolution die Zarenwitwe Maria Fedorowna von der Regentschaft aus, obgleich diese fest damit rechnete, den Thron besteigen zu können, wie es einst ihre Schwiegermutter, die Zarin Katharina II., nach der Ermordung deren Gemahls, des Zaren Peter III., getan hatte. Maria Fedorowna erhob vergeblich Einspruch gegen die Ausrufung ihres Sohnes Alexander zum Zaren, weil ihrer Meinung nach sie als Zarenwitwe zunächst zur Thronfolge berechtigt gewesen wäre. Die Verschworenen hatten die Zaren jedoch vorsorglich im Michailowschen Palast eingeschlossen, bis Alexander zum Zaren ausgerufen und die Thronfolge geregelt war. Vermutlich hätte sich unter einer Regentschaft der Maria Fedorowna der jesuitische Einfluss noch verstärkt, denn ihre Beziehungen zum Papst waren, wie wir sahen, sehr eng und sehr herzlich. Wir könnten nun aber aus dieser Tatsache einen weiteren Indizienbeweis dafür entnehmen, dass die Vollendung der Schillerschen Demetrius durch Goethe mittels Einfluss der Zarenwitwe und ihrer Tochter, der Erbherzogin von Weimar, verhindert worden ist. Der Zar Alexander I. war in seiner Jugend von dem freimaurerischen Aufklärer La Harpe erzogen und unterrichtet worden. Er war also einer jesuitischen Einflussung weniger zugänglich als Paul I. Wenn auch die geheimen Gesellschaften verboten blieben, so konnten die Freimaurer ihre Arbeiten wieder aufnehmen und im Jahre 1803 trat Alexander dem Freimaurerbund bei. Ein vertrauter Freund Alexanders, der Fürst Adam Czartoryzki, der lebte zwischen 1770 und 1861, hat in seinen Memoiren den Zaren folgendermaßen gekennzeichnet. Zitat: Den Kaiser gefielen die äußeren Formen der Freiheit, sowie einem schöne Aufführungen gefallen. Es gefiel ihm, dass seine Regierung äußerlich einer freien Regierung ähnelte, und er rühmte sich dessen. Er brauchte aber nur die Außenansicht und die Form, ihre Verkörperung in der Wirklichkeit ließ er jedoch nicht zu. Mit einem Wort, er wäre gern damit einverstanden gewesen, der ganzen Welt die Freiheit zu geben, doch nur unter der Bedingung, dass alle freiwillig sich ausschließlich seinem Willen unterwerfen würden. Ende Zitat. Sieht irgendjemand hier eine Übereinkunft mit Forderungen des Papstes, der gerade eben angelesenen Aufzeichnung aus den Memoiren von dem Fürst Adam Czartoryzki? Ja? Er wäre gern damit einverstanden gewesen, der ganzen Welt die Freiheit zu geben, doch nur unter der Bedingung, dass alle freiwillig sich ausschließlich seinem Willen unterwerfen würden. Klingt, als ob der Papst hier spricht, nicht wahr? Dann kriegst du auch die Freiheit, solange du dem Papst hörig bist. Und dem, dem er hörig ist natürlich. Das ganze Wesen des Zaren, seine Politik, seine Moral und sein Handeln war widerspruchsvoll. Er bewegte sich in Widersprüchen, wie der geniale russische Dichter Puschkin einmal gesagt hatte. Diese Widersprüche zeigen sich auch in den Beziehungen Alexanders I. zum Vatikan und zum Katholizismus. Persönlich war er von einem Widerwillen gegen die Jesuiten erfüllt und ließ sie doch gewähren. Er hatte, wie er selbst äußerte,
den lebhaftesten Anteil an der Französischen Revolution genommen und doch bekämpfte er sie. Er wurde Freimaurer und verbot die Logen. Er verstand zu heucheln wie kaum ein anderer. Er vertrat die Aufklärung und versank in seinem christlichen, steht hier, ich würde sagen katholischen Mystizismus. Im Jahre 1804 brach Alexander die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan ab. Er tat dies jedoch vornehmlich aus politischen Gründen, da sich die Beziehungen Russlands zu Frankreich verschlechtert und Papst Pius VII. Die Krönung Napoleons zum Kaiser der Franzosen vorgenommen hatte. Ein Jahr zuvor war jedoch Joseph de Maistre als französischer Emigrant in Russland eingetroffen. Dieser, Joseph de Maistre, eine Person, die wir noch oft begegnen werden in dieser Lesung, dieser Joseph de Maistre entwickelte dort eine rege Tätigkeit zugunsten des Vatikans. De Maistre war einst Freimaurer und Martinist gewesen. Er wurde dann Gegner der Revolution und schließlich ein wütender Papist. Schon ein paar seiner Verlautbarungen kennzeichnen seine Einstellung. Auf die Frage, was ist eine Nation, antwortete Joseph de Maistre, Zitat, der Monarch und die Aristokratie. Vom Volk ist hier nicht die Rede. Er behauptete, nur die Rückkehr zum Mittelalter, zur römisch-katholischen Kirche, zum Papsttum könne helfen, die Revolution zu bändigen. Übrigens, so schrieb er weiter, übrigens würde die Autorität des Papstes immer nur von jenen bestritten, die er niederschlug. Also gab es nie eine legitimere Autorität als diese und nie eine weniger umstrittene. Ende Zitat. De Maistre hielt jetzt nicht nur die abgerissene Verbindung zwischen Papst Pius VII. Und den russischen Jesuiten aufrecht. Er bildete in der russischen Aristokratie Kreise, in denen er erfolgreich Gläubige für die römisch-katholische Kirche gewann. De Maistre nannte die Jesuiten die treuen Schäferhunde, welche die Herde der Gläubigen vor den Wölfen, das waren in seinen Augen alle Ketzer, Freimaurer und Andersgläubige, schützen sollten. Wir erkennen hier wiederum das schon erwähnte Bildgleichnis aus dem Imago Primi Seculi Societatis Jesu. De Maistre beklagte nur, dass es zu seiner Zeit den treuen Schäferhunden nicht mehr erlaubt sei, zu beißen. Na, ihr erinnert euch die Aussage, die Saat des Hasses ist uns eingegeben. Das sollte vermutlich aus dem Gleichnis in die Wirklichkeit übersetzt heißen, es sei zu beklagen, dass die Ketzer und Andersgläubigen, zu denen ja auch die russisch-orthodoxen Russen zählten, nicht mehr wie ehemals in letzter Konsequenz verbrannt oder getötet werden durften. Denn, das erklärte der Jesuitengeneral Franz Xaver Werns noch im Jahre 1898 in seinem Jus Decretalium, es wären, Zitat, alle christlichen, also nicht-katholischen Sekten ganz und gar illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar. Tja, das betaubte der General der Jesuiten. Dieses Schreiben Jus Decretalium erschien übrigens in Rom 1898, wenn sich das jemand mal antun möchte, das aber, glaube ich, wohl nur in Lateinisch zur Verfügung steht. Dementsprechend forderte der Jesuit De Luca, Zitat, der Staat hat die Pflicht, den Ketzer auf Befehl und Antrag der Kirche mit dem Tode zu bestrafen. Ende Zitat. Das sind ja ganz normale Worte aus der Inquisition, wie wir uns erinnern. De Maistre verkündete jetzt den durch die französische Revolution aufgeschreckten Russen, dieses Ereignis sei nur durch den vom Protestantismus herbeigeführten Abfall von der römisch-katholischen Kirche möglich geworden und mit Unterstützung der Freimaurerei und Aufklärung herbeigeführt. Nochmal eine kleine Erklärung für diejenigen, die nicht so bekannt sind mit dieser Geschichte der Freimaurerei. Die Freimaurerei ist zwar Anfang des 18. Jahrhunderts, 1710-11, unter anderem durch das Einführen der 33 Grad des schottischen Ritus von Jesuiten gegründet und kontrolliert, was natürlich nach außen hin niemand zugeben würde. Und im
Großen und Ganzen gilt die Freimaurerei als ein protestantischer Arm. Also du hast die Jesuiten auf der einen Seite als katholischen Arm und du hast die Freimaurer auf der anderen Seite als ja, für die Freiheit kämpfend. Ne? Wir kennen ja das französische Schlagwort der Egalité, Fraternité, Liberté, ne? Also Freiheit, Bruderschaft und Gleichheit. Diese Sätze, dafür kämpfen dann die sogenannten Aufgeklärten, die Freimaurer, die es ja erst geben konnte, seit überhaupt die Reformation eingeführt wurde, seit überhaupt erst Gewissensfreiheit und Freiheit des Denkens und teilweise auch Religionsfreiheit es gibt. Davor konnte es ja gar keine Freimaurer in dem Maße geben. Also die Freimaurer sind eben ein Resultat des Protestantismus und deswegen haben sich eben auch die Jesuiten geschworen, die Freimaurer zu vernichten, genau wie den Protestantismus. Nur mit den Freimaurern haben sie es leichter, das zu tun, wenn sie es jemals tun würden, weil sie sich ja sowieso kontrollieren. Der Punkt ist halt, der römische Katholizismus, der auf der einen Seite seine Schäferhunde, die treuen Schäferhunde, wie es in dem Imago Primi Seculi Societatis Jesu heißt, die Jesuiten, die also die treuen Schäferhunde sind auf der katholischen Seite, sind eine Sache und das Freimaurertum auf der anderen Seite ist eine andere Sache. Aber wenn eben beide Seiten von einer derselben Person kontrolliert werden, wie wir wissen unter anderem von dem sogenannten ehemaligen Jesuiten Alberto Rivera, der ja sagte, dass in seiner in der Initiierung, wo er damit bei war, in so einem Ritual, er den Ring des, oder besser gesagt, die Hand des Oberen küssen musste und an der Hand war der Freimaurerring und er war halt ein Jesuit. Und deswegen ist es ganz klar, dass die davon, dass die davon geleitet werden. Es gibt noch andere Brunnen, die sagen und beweisen mehr oder weniger, dass das Freimaurertum komplett unter der Ägide der Jesuiten steht. Das ist unter anderem Helena Petrova Blavatsky, die ihn auch in ihren Schreiben da geschrieben hat, dass wenn man die Freimaurerei vom kleinsten Grade bis zu den allerhöchsten Initiierten durchzieht, dass man feststellt, dass oben an der Spitze der General der Jesuiten derselbe ist, der auch an der Spitze der Freimaurerei steht. Da müsst ihr halt mal die Schriften von Helena Petrova Blavatsky lesen, die ja die Theosophie eingeführt hat, aus der dann später Alice Bailey vorkam, die heute ja immer noch die bekannte Lucis Trust, ehemaliger Lucifer's Publishing Company, haben eine Herausgeberfirma für Schriften der Vereinten Nationen auf ihrer Seite Lucis Trust. Also da kommt das alles her. Das sind alles so Hintergründe davon. Also ich sage das nicht nur mal so mal, dass Freimaurertum von Jesuiten kontrolliert ist. Aber interessant ist natürlich hier, dass wir jetzt lesen, der Maistre verkündete jetzt, oder besser gesagt hier, Entschuldigung, der Werns, der General der Jesuiten, sagt, alle christlichen, das sind also alle nicht-katholischen Sekten, wobei er natürlich eigentlich meint, alle nicht-katholischen Sekten sind ganz und gar illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar. Dementsprechend fordert der Jesuit de Lucca, der Staat hat die Pflicht, den Ketzer auf Befehl und Antrag der Kirche mit dem Tode zu bestrafen. Das ist eben die Wiedereinführung der Inquisition. Wobei ich ganz interessant finde, dass Hans Xaver Werns sagt, es wären alle christlichen Sekten ganz und gar illegitim. Die römisch-katholische Kirche ist die größte christliche Sekte. Nehmt aber jetzt bitte schön das Wort Christentum, also das christliche Sekte mit Anführungszeichen. Sie geben sich als Christentum aus. Sind wir die größte Sekte. Also sollte man eigentlich davon ausgehen, dass auch die römisch-katholische Kirche illegitim und jeder Daseinsberechtigung bar ist? Dem stimme ich vollkommen zu, weil die römisch-katholische Kirche hat alle Macht, die sie sich jemals angeheimst hat, nur usurpiert, nur sich angeeignet, gestohlen, betrogen und naja, gut. Da gibt es noch andere Bücher, die man dazu lesen muss, um das alles zu verstehen. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel reingehen, aber es ist ganz klar, dass wir wirklich verstehen müssen, dass Freimaurertum, das für die Freiheit der Menschen auf der einen Seite steht, wird genauso von Jesuiten kontrolliert wie die Jesuiten selbst natürlich. Also sie kontrollieren immer beide Seiten. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Der Autor macht den Punkt nie und deswegen gehe ich in diesen Punkt immer wieder ein, dass wir uns das ins Gedächtnis zurückrufen und dass wir ganz klar verstehen,
Wenn Xaver Werns hier sagt, alle christlichen oder alle nicht-katholischen Sekten sind ganz und gar illegitim und ihre Daseinsberechtigung bar, damit meint er natürlich auch Freimaurer. Ja? Nur mit der Freimaurerei, die ist leichter zu bekämpfen, weil sie die ja bereits vollständig infiltriert und übernommen haben. Den Protestantismus, naja, die sogenannten Kirchen, ja, aber den Protestantismus des Einzelnen, also zum Beispiel meinen Protestantismus oder den von Michael oder Marius oder Viktor oder Gerald oder Alexander, ein anderer meiner christlichen Brüder, den kann man nicht infiltrieren. Wir sind eben diejenigen, wo sie ganz klar sagen, da hat der Staat die Pflicht, den Ketzer auf Befehl und Antrag der Kirche mit dem Tode zu bestrafen. Die ganzen Sekten, die ganzen organisierten Kirchen sind ja inzwischen zu Rom zurückgekehrt, aber das ist ein anderes Thema, da wollen wir jetzt nicht hin abschweifen. Der Maestre, fährt der Autor fort, verkündete jetzt den durch die französische Revolution aufgeschreckten Russen, dieses Ereignis, also die Revolution, sei nur durch den vom Protestantismus herbeigeführten Abfall von der römisch-katholischen Kirche möglich geworden und mit Unterstützung der Freimaurerei und Aufklärung herbeigeführt. Also, ohne Protestantismus keine Freimaurerei, die Jesuiten inzwischen übernommen haben und selbst leiten. Er mahnte daher zur Rückkehr zur römisch-katholischen und bezeichnete dies zur römisch-katholischen Kirche und bezeichnete dies als die einzige Möglichkeit einer Rettung des Abendlandes. Natürlich, Unam Sanctam, die Bulle von Papst Bonifaz VIII. Von 1302, sagt ja ganz klar, es ist unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele Subjekt des römischen Pontifs zu sein. Ja? Nichts anderes sagt er hier. Man muss zur römisch-katholischen Kirche zurückkehren, weil außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Errettung. Also auch nicht innerhalb der orthodox, also der östlichen katholischen Kirche, auch wenn sie katholisch ist. Erlösung gibt es nur in der römisch-katholischen Kirche. Die gleichen Auffassungen und Forderungen vertrat der romantische Dichter Fr., das kann jetzt Franz oder Freier heißen, ich schätze mal Franz, von Hardenberg, Novalis und seine romantischen Kollegen wie Tieck, von Brentano und Friedrich Schlegel in Deutschland. Wir erleben heute ja eine Renaissance dieser Gedanken. Sie werden von der sogenannten Abendländischen Akademie und der Abendländischen Aktion propagiert. Der Minister, der Minister, kirchliche Würdenträger und katholische Politiker angehören. Also nochmal, ich habe den Satz jetzt ein bisschen verrissen hier. Wir leben heute, und wir dürfen nicht vergessen, der Autor spricht jetzt von der Zeit, wo das Buch erschien, also Anfang der 1960er Jahre. Wir erleben heute ja eine Renaissance eben dieser Gedanken. Sie werden von der sogenannten Abendländischen Akademie und der Abendländischen Aktion propagiert, der Minister, kirchliche Würdenträger und katholische Politiker angehören. Also über die Minister, kirchliche Würdenträger und katholische Politiker kennt ihr ja genug aus der Sendung Moderne Kriege und könnt ja das, was wir darin sagen, an dem messen, was der Autor hier bereits 1965 sagt. Der Münchner Merkur vom 23. und 24. Juni 1956 würdigte das Programm dieser Organisation mit den Worten, Zitat, es ist jenes auf das dauernde gerichtete Wesen des Konservativen, das es schon seit dem ersten großen Konservativen, dem Savoyarden Joseph de Maistre, christlich sein lässt. Der Konservatismus de Maistres ist indessen nicht nur zwischen Anführungszeichen christlich, sondern katholisch, ultraklerikal und papistisch. Indessen schlägt auch hier der Name de Maistre eine Brücke von dessen Bestrebungen im 19. Jahrhundert zu denen der Abendländischen Akademie unseres Jahrhunderts. Also 100 Jahre weiter. Ne? Dadurch erschließt sich das Verständnis für die geschichtlichen Zusammenhänge und die Kontinuität der katholisch-jesuitischen Bestrebungen, die heute im westlichen Europa immer deutlicher sichtbar werden. Wie de Maistre die französische Revolution von 1789 mit seinem katholischen Konservatismus bekämpfte, bekämpfen heute die
abendländische Akademie und die ihr angeschlossenen Organisationen im westlichen Europa die nach jener Revolution ausgerichtete Demokratie und dem Bolschewismus im Sinne de Maistres und in seinem Geist. Nomen atque omen, Name und zugleich Vorbedeutung. Mit dem Schlagwort einer Rettung des Abendlandes und der Gefahr der Revolution gewann de Maistre in den Jahren 1803 bis 1812 zunehmenden Einfluss. Er nutzte die seit dem Jahre 1810 wachsenden politischen Spannungen zwischen Frankreich und Russland geschickt aus. Also sorgt man für die Spannungen, die man dann für seine Zwecke nutzen kann, nicht wahr? Aber wie stets galten die Bestrebungen der Jesuiten in diesem Fall nicht dem Wohle Russlands, sondern sie erwarteten von dem russisch-französischen Krieg die Förderung ihrer eigenen hintergründigen Absichten. Eduard Winter schreibt dazu, Zitat: Als 1812 der Vaterländische Krieg ausbrach, wurde sehr bald deutlich, wie wenig russisch-national man in den Jesuitenschulen dachte. Ihre Lehrer waren ja zum größten Teil keine Russen. Sie dachten kosmopolitisch, römisch-katholisch oder universal, wie ich zufüge. Wie der enge Gesinnungsgenosse der Jesuiten, de Maistre, den Vaterländischen Kriege im Jahr 1812 sah, legte er in einem vertraulichen Bericht vom 2.14. Juni 1813 nieder, der der russischen Regierung 1814 über den Gesandten in London in die Hände gespielt wurde. Das Urteil lautete: Der Bericht stamme von einem bekannten Intriganten, der ein Feind des russischen Volkes sei. Wie konnte auch ein Mann wie de Maistre, der die Volksmassen grundsätzlich so verachtete, dem heroischen Widerstandswillen der Völker Russlands im Jahre 1812 gerecht werden? Vermutlich erwarteten die Jesuiten die Schwächung der beiden derzeitigen großen Weltmächte, um, wie Hardenberg es dichterisch ausdrückte, Zitat, das Friedensfest auf den rauchenden Wahlstätten, Ende Zitat, zu feiern. Und die im Kreise herumgetriebenen Nationen vor die ehemaligen Altäre, das heißt zur römisch-katholischen Kirche, zurückzuführen. Ha. Nochmal. Vermutlich erwarteten die Jesuiten die Schwächung der beiden derzeitigen großen Weltmächte, das Friedensfest auf dem rauchenden Wahlstätten zu feiern und die im Kreise herumgetriebene Nation vor die ehemaligen Altäre, das heißt zur römisch-katholischen Kirche, zurückzuführen. Weder ein Sieg Napoleons, mit dem der Papst zerfallen war, wir sprechen hier von einem Bericht aus dem Jahre 1812, 1815, wurde Napoleon vernichtend bei Waterloo geschlagen, ja? Weder ein Sieg Napoleons, der mit dem Papst zerfallen war, noch ein Sieg Alexanders, dessen Volk den Papst glaubensmäßig ablehnte, konnte im Sinne de Maistres sein. Ein solcher Sieg würde auf der einen wie auf der anderen Seite die nationalen Impulse gestärkt haben. Das lag indessen nicht im Sinn von ideologischen Organisationen, die sich von Anfang an über lokale und nationale Beschränkungen erhoben hatten, um in ihrer Weise an den großen Neubau der modernen Gesellschaft zu arbeiten. Das muss man mal eben einsinken lassen, ne? Das, was wir hier lesen, was Anfang des 19. Jahrhunderts passierte, diese Gedankengänge und diese Schachzüge, die hier klar dargelegt werden, sind genau dieselben, die heute passieren. Schaut mal, der Punkt ist, dass dieser de Maistre, dem das ja gegen seinen Sinn geht, also gegen seine Lust geht, zu sagen, ein solcher Sieg würde auf der einen wie auf der anderen Seite die nationalen Impulse gestärkt haben. Also weder ein Sieg Napoleons noch ein Sieg Alexanders. Also nicht Frankreich darf siegen und nicht Russland darf siegen. Wer hat denn damals gesiegt? England, ja? Und Deutschland mit Blücher? Preußen? Man hat die Kriege erst geführt, um die zwei Nationen groß zu machen,
Russland und Frankreich und hat dann aber aufgrund, weil man eben sagt, das würde ja nur die nationalen Impulse dort stärken, das funktioniert ja gar nicht, um damit die Agenda der römisch-katholischen Kirche voranzutreiben, hat man eben geändert und diese beiden vorherigen starken Mächte wurden von Siegern zu Besiegten. Vor allen Dingen Frankreich in diesem Fall. Ja? Und bei Frankreich ging es dann noch viel weiter. Das ging ja noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Da hat sich das Blatt ja erst gewendet im 20. Jahrhundert mit dem Ersten und dann später dem Zweiten Weltkrieg. Nee, aber Deutschland hat ja auch mit der Gründung seines Reiches 1871 auch Frankreich einen Dämpfer verpasst. Wenn man jetzt diese Absichten hier von dem de Maistre liest, ne, das war ja nicht im Sinne de Maistres sein, weil sowohl die Franzosen als auch die Russen den Papst ja glaubensmäßig ablehnten, dem Papst nicht die Macht einräumten, die er haben wollte. Sowohl in Frankreich, sicher nach der Französischen Revolution, als auch in Russland mit eben der orthodox-katholischen Kirche an der Macht. Ne? Das muss man ja mal eben sehen. Da sind eben solche Leute wie de Maistre im Hintergrund und deren Absichten sind diejenigen, die im Grunde alles andere dann steuern. Deswegen diesen Satz noch einmal. Weder ein Sieg Napoleons, der mit dem Papst zerfallen war, noch ein Sieg Alexanders, dessen Volk dem Papst glaubensmäßig ablehnte, konnte im Sinne de Maistres sein. Also durfte weder Frankreich noch Russland siegen. Ein solcher Sieg würde auf der einen wie auf der anderen, also auf der russischen wie auf der französischen Seite, die nationalen Impulse gestärkt haben. Das lag nicht im Sinne von ideologischen Organisationen, die sich von Anfang an über lokale und nationale Beschränkungen erhoben. Wie ist das denn heute? Wie ist das denn heute mit den ganzen Stiftungen? Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, Erasmus-Stiftung von der AfD und so weiter und so weiter. All diese ganzen Stiftungen, all diese NGOs, Nichtregierungsorganisationen, ja, NROs müsste man in Deutschland korrekterweise sagen. Non-Governmental Organizations, Nichtregierungsorganisationen. Das ist doch dasselbe heutzutage. Oder die Interessen der UNO, die ja auch supranational ist. Das sind die Interessen, die wichtig sind. Das heißt, die Leute, die da an der Macht sind, deren Interesse bestimmt, welche Länder welche Kriege führen und welche Länder die Kriege gewinnen und welche Länder die Kriege verlieren. Damals im 19. Jahrhundert, genauso heute im 21., da hat sich überhaupt nichts dran geändert. Der Autor legt uns das hier nur ganz klar dar. Er sagt, das lag nicht im Interesse von ideologischen Organisationen, die sie von Anfang an über lokale und nationale Beschränkungen erhoben hatten. Ja, schaut doch mal in der Welt heute rum, welche Organisationen, welche ideologischen, welche nationalen und vor allen Dingen internationalen Organisationen haben wir denn heute, die sich von Anfang an über lokale und nationale Beschränkungen erheben. Also in Amerika haben wir zum Beispiel den Council on Foreign Relations, ja, den CFR, wie er so schön abgekürzt heißt, komplett Jesuiten kontrolliert. Wir haben das Komitee der 300, wir haben in Amerika noch die andere Abteilung, da komme ich jetzt eben nicht drauf, wie das heißt. Nee, der Name entfällt mir jetzt gerade eben. Aber wir haben zum Beispiel dann hier in Europa, wir haben die Atlantikbrücke, wir haben, ja, da wisst ihr ja, wo der Gutenberg da hingegangen ist, nachdem er in Deutschland abserviert wurde. Natürlich, das war alles vorhergesehen, um den woanders zu promoten. Wir haben die EU mit all ihren ganzen Organisationen, wir haben die ganzen Stiftungen, die ich gerade eben schon genannt hatte, all diese ganzen Nichtregierungsorganisationen, die überall in den Ländern arbeiten, all diese ideologischen Organisationen, die sich von Anfang an über lokale und nationale Beschränkungen erhoben haben, arbeiten in ihrer Weise an dem großen Neubau der modernen Gesellschaft. Das ist doch genau das, was wir heute haben. Die arbeiten alle zusammen, um die sogenannte neue Weltordnung in Form zu bringen. Das Weltwirtschaftsforum zum Beispiel und die G7 und die NATO und ach, nennst du doch alle, könnt ihr alle in einen Pott werfen. Das sind alles diese ideologischen Organisationen, die
über lokale und nationale Beschränkungen sich erhoben haben. Und wenn man das sieht, wenn man das versteht, das war hier schon im 19. Jahrhundert, das ist heute nicht anders, es ist eher noch schlimmer geworden, dann versteht man die ganze Arbeitsweise davon. Deswegen ist die Sendung dieser modernen Kriege sehr wichtig, weil es da nicht nur um die fleischlichen Kriege geht, weil wir kämpfen ja nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte in höheren Regionen, sondern da geht es eben auch um den psychologischen Krieg, den geistigen Krieg, der dahinter geführt wird. Ja? Und da gibt es viele von diesen Organisationen, die in ihrer Weise am großen Neubau der modernen Gesellschaft arbeiten, die über lokale und nationale Beschränkungen erhoben sind. Sie agieren vielleicht aus einem Land heraus, also zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Stiftung aus Deutschland heraus, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, oder Chatham House aus England heraus oder solche Sachen, oder CFA aus Amerika heraus. Aber sie erheben sich über die lokalen, über die nationalen Beschränkungen. Sie arbeiten international, sie arbeiten universal, also katholisch, um eben diesen großen Neubau der modernen Gesellschaft zu realisieren. Das, was die Leute neue Weltordnung nennen, keine Ahnung haben davon, was das ist. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Der Jesuitenorden war nun aber eine solche Organisation. Der Jesuitenorden steht an der Spitze all dieser Organisationen, die sich über lokale und nationale Beschränkungen erhoben haben und in ihrer Weise nach ihren Konstitutionen der Jesuiten arbeiten sie an dem großen Neubau der modernen Gesellschaft. Der Gesellschaft, wo sich alles dem Papst zu unterstellen hat. Das Verhalten der Jesuiten während des Krieges des Jahres 1812 mag zu einer anderen Haltung des Zaren Alexanders I. beigetragen haben. Außerdem mochte er durch den Freiherrn von Stein beeinflusst worden sein, der bekanntlich im Jahre 1812 von Alexander nach Russland berufen worden war. Stein war, wie sein Begleiter Ernst Moritz Arndt, Gegner der Jesuiten, also zumindest öffentlich. Arndt sprach oft mit dem Freiherrn von Stein über die Jesuiten und dieser wird dementsprechend auch mit dem Zaren über den Orden gesprochen haben, als er mit Alexander im September des Jahres 1812 die deutsche Frage besprach. Stein sagte einmal, wie Ernst Moritz Arndt berichtet, Stein sagte einmal, die Jesuiten seien eine giftige und natterische Gesellschaft, welche unser Deutschland beinahe ein Jahrhundert mit Aufruhr, Krieg und Mord gefüllt und verwüstet hat. Unser Deutschland kann von ihnen nachsagen, noch sind an vielen Stellen die Wunden nicht vernarbt, die sie zwischen den Jahren 1570 und 1670 geschlagen haben. Sie verstehen die natternden Schlingungen und Umschlingungen und haben natternde Zähne. Zwischen den Jahren 1570 und 1670. Das kann man übrigens alles nachlesen in Ernst Moritz Arndt seinem Werk Meine Wanderung und Wandlung mit dem Reichsfreiherrn Heinrich Karl Friedrich vom Stein. Werke, Band 2, Seite 195, erschienen in Leipzig 1893. Ich gebe euch nicht immer die Referenzen dazu, aber wenn ihr das Buch selbst in Händen haltet oder halt das PDF lest, dann seht ihr die ganzen Quellen aufgelistet. Aber ist das nicht eine wunderbare Aussage? Unser Deutschland, sagt der Freiherr von Stein über die Jesuiten bereits 1812, unser Deutschland kann von den Jesuiten nachsagen, noch sind an vielen Stellen die Wunden nicht vernarbt, die sie, die Jesuiten, Deutschland zwischen den Jahren 1570 und 1670 geschlagen haben. Sie verstehen die Natternschlingungen und Umschlingungen und haben Natternzähne. Die Deutschen verstehen die Natternschlingungen nicht mehr und die Umschlingungen nicht mehr. Die Deutschen verstehen nicht mehr, wer die Jesuiten sind, was sie tun. Die Deutschen haben in der Hinsicht leider kapituliert. Aber lasst euch getröstet sein, es sind nicht nur die Deutschen allein. Aber dieser Freiherr von Stein hatte Anfang des 19. Jahrhunderts eine wunderbare Einsicht. Ne? Wenn Stein dem Zaren solche Mitteilungen gemacht hat, so wird dessen, also des Zaren Widerwillen gegen die Jesuiten noch gestiegen sein.
Jedenfalls wurde die Betätigung der Jesuiten in Russland, die im Jahre 1812 ihre größte Ausdehnung gefunden hatte, mit dem Ukas des Zaren vom 20. Dezember 1815 wesentlich eingeschränkt. Es heißt in jenem Ukas unter anderem, Zitat: Es ist festgestellt, dass die Jesuiten die Pflichten der Dankbarkeit und der Demut, welche die christliche Religion auferlegt, nicht erfüllt haben. Anstatt in einem fremden Lande friedlich zu leben, unternahmen sie es, die griechische Religion zu verwirren, die seit den entferntesten Zeiten die Religion des Kaiserreichs ist und auf der als auf einem unerschütterlichen Felsen die Ruhe und das Glück unserer Völker ruht. Zunächst fingen sie an, das erworbene Vertrauen zu missbrauchen. Sie entfremdeten unserer Religion junge Leute, die ihnen anvertraut waren, und einige Frauen schwachen und unsteten Geistes, die sie zu ihrer Kirche hinüberzogen. In Anbetracht solcher Taten sind wir nicht erstaunt, dass der Jesuitenorden aus allen Ländern entfernt und nirgendwo geduldet wurde. Wo der Staat, der in seinem Inneren diejenigen duldet, die Verwirrung und Hass verbreiten. Wo ist der Staat, der in seinem Inneren diejenigen duldet, die Verwirrung und Hass verbreiten? Wir bestimmen deshalb. Erstens. Die katholische Kirche bleibt in demselben Zustand, den sie hatte während der Regierungszeit unserer glorreichen Vorfahren Katharina II. Bis zum Jahre 1800. Also mit katholischer Kirche ist hier die römisch-katholische Kirche gemeint, ne? Alle Mitglieder des Jesuitenordens haben unverzüglich St. Petersburg zu verlassen. Drittens, der Eintritt in unsere beiden Hauptstädte ist ihnen verboten. Die Jesuiten wurden zunächst noch in Russisch-Polen geduldet. Inzwischen wirkte sich der Einfluss der christlich-okkulten Sibylle, der Frau Juliane von Krüdener, zwischen 1764 und 1824 auf den Zaren Alexander aus. Welchen Einfluss die Frauen doch immer haben, ne? Juliane von Krüdener, geboren von Vietinghoff, war die Gattin eines russischen Gesandten, der im Jahre 1802 starb. Wegen des ausschweifenden Lebens der Frau und ihrer verschiedenen Liebesabenteuer lebten die beiden Ehegatten schon seit dem Jahre 1791 voneinander getrennt. Im Jahre 1814 sagte Frau von Krüdener durch eine angebliche innere Erleuchtung den Sturz Napoleons voraus. Eine Prophezeiung, zu der in jener Zeit zwar keine okkulte Eingebung mehr nötig war, also mit anderen Worten, es stand sowieso schon offen geschrieben, die aber dennoch großen Eindruck machte. Jedenfalls begründete Frau von Krüdener mit dieser Prophezeiung ihren Ruf als Prophetin. Wo steht, dass es eine Prophetin gibt in der Bibel? Kleiner Seitenhieb auf Ellen G. White. Im Jahre 1815 nahm sie nähere Beziehungen zum Zaren Alexander I. auf und eröffnete in Paris nach damaliger Sitte einen Salon, wo sie ihre Gläubigen regelmäßig versammelten, um ihren christlich-okkulten Predigten zu lauschen und sich in den Mystizismus einweihen zu lassen. Also christlich-okkulte Predigten gibt es nicht. Wenn etwas okkult ist, ist es nicht christlich, weil es ist verborgen. In der Bibel wird alles offenbart. Ja? Aber ihr seht hier, wie dieser Mystizismus jetzt hier einzieht. Heutzutage ist es oftmals östlicher Mystizismus mit New Age und Hinduismus und Buddhismus und Zen und Yoga und der ganze Kram. Das ist alles heute. Damals war es eben der zwischen Anführungszeichen katholisch-okkulte Predigten, ja? Nicht christlich. Katholisch-okkulte Predigten. Da war es eben eine sogenannte Propheten. Ja, die sie da was sagen, genau wie die Propheten in der Bibel. Ne? Ich meine, die kennt ihr ja, ne? Die Propheten in der Bibel, das ist die Hexe von Endor. Ne? Gucken wir doch mal eben in der, was die Schlachterbibel sagt. Wortsuche, na, gucken wir mal eben, dann nehmen wir mal eben Endor, dann finde ich das wahrscheinlich am schnellsten, das steht im Alten Testament. Endor. 1. Samuel, Kapitel 28, Vers 7. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, damit ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Knechte aber sprachen zu ihm: Siehe, in Endor ist eine Frau, die Tote beschwören kann. 1. Samuel 28. Also wenn wir jetzt hier das
Kapitel weiterlesen, da steht dann, da machte sich Saul unkenntlich und legte andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau und er sprach, wahrsage mir doch durch Totenbeschwörung und bringe mir den herauf, welchen ich dir nennen werde. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch, was Saul getan hat und wie er die Totenbeschwörer und Wahrsager aus dem Land ausgerottet hat. Warum willst du denn meiner Seele eine Schlinge legen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es soll dich deshalb keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich denn heraufbringen? Er sprach, bring mir den Samuel herauf. Als nun die Frau Samuel sah, da schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen? Du bist ja Saul! Und so weiter und so weiter. Diese Hexe von Endor ist eine Nekromanzöse. Sagt man das Geschlecht nicht richtig so? Ja, die tut an Nekromanzie. Nekromanzie ist Totenbeschwörung. Das ist eben auch ein katholisch-okkulter Brauch. Und jetzt könnt ihr das einordnen, was hier in dem Buch steht. Also, im Jahre 1815 nahm sie, die sogenannte, die selbsternannte Prophetin, die Frau Juliane von Krüdener, nähere Beziehungen zum Zaren Alexander I. auf und eröffnete in Paris nach damaliger Sitte einen Salon, wo sie ihre Gläubigen regelmäßig versammelten, um ihren katholisch-okkulten Predigten zu lauschen und sich in den Mystizismus einweihen zu lassen. Alexander I. neigte zum Mystizismus. Natürlich, er ist ja auch von den Freimaurern unterstützt worden, ne? Die mit seiner Unterstützung eingeleitete Verschwörung gegen seinen Vater, den Zaren Paul I., die mit dessen Ermordung endete, belastete sein Gewissen und verdüsterte zuweilen sein Gemüt. Daher ist seine Beeinflussung durch die Frau von Krüdener psychologisch erklärlich. Nun wurde in diesem Salon der Frau von Krüdener nicht nur geschwärmt, gepredigt und gebetet. Es wurde dort auch sehr eifrig politisiert. Goethe meinte zwar, Zitat, wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt dem Toren niemals ein. Er hätte jedoch mit größerer Berechtigung sagen können, wie sich Religion und Politik verketten, das fällt den Toren erst recht nicht ein. Hier können wir dies jedoch nicht nur sagen, sondern feststellen. Es geschah und geschieht auch in der Gegenwart sehr oft, dass Fürsten, Minister und andere mächtige Personen auf diese Weise in eine Richtung gelenkt werden, in der sie diese oder jenen dunklen Mächte oder dunklen Kräfte wirken zu sehen wünschen, um deren Macht und Einfluss für ihre Zwecke zu gebrauchen. Jetzt geht der Autor gleich auf einen amerikanischen Präsidenten seiner Zeit ein. Ich gehe auf einen anderen amerikanischen Präsidenten ein. Ronald Reagan, der ja verheiratet war mit Nancy Reagan. Nancy Reagan hat also ständig einen katholisch-okkulten Rat gesucht. Lasst es mich mal so ausdrücken. Ja? Die war also sehr mystizistisch geprägt. Und wie stark die Frau hinter dem Mann ist, das haben wir jetzt auch schon hier an einigen Stellen gelesen. Und wenn die Frau halt so mystizistisch veranlagt ist, dann hat sie das natürlich auch auf ihren Mann übertragen. Und sie hat eben, ist eben zu vielen von diesen sogenannten Wahrsagern gegangen, zu diesen Sternendeutern und Astrologen und Nekromanzern und alles drum und dran, ist da eben hingegangen und hat eben gesehen, wie denn der und der Besuch oder die und die Reise von ihm verlaufen würde, um sich darauf nach dem Motto vorzubereiten. Jetzt haben wir aber einen ganz wichtigen Satz gerade eben vergessen. Goethe meinte, wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt dem Toren niemals ein. Er hätte jedoch mit größerer Berechtigung sagen sollen, wie sich Religion und Politik verketten. Das fällt den Toren erst recht nicht ein. Gibt es denn einen wichtigeren Spruch als den, den man verstehen, als diesen, den man verstehen muss, wenn man meine Lesungen verfolgt? Gibt es denn einen wichtigeren Spruch, der wieder und wieder sich bewährt, wenn man sich die Sendung Moderne Kriege anschaut? Gibt es denn einen Spruch,
der richtiger nicht sein kann als diesen, wenn man das Wirken der römisch-katholischen Kirche im Hintergrund, wenn man das Wirken der Jesuiten und anderer römisch-katholischer Mönchsorden kennt, wie sie die Politik in dieser Welt beeinflussen? Schaut, dieser Satz ist deswegen für mich persönlich so wichtig, weil ich euch ja schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich damals den Bill Cooper habe sagen hören, dass er meinte, du musst ja selbst nicht religiös sein, aber deine politischen Führer folgen einer Religion, einem gewissen Glauben für alle Dinge, die sie tun und wie sie sie tun. Und du musst jetzt selbst nicht religiös sein, aber wenn du nicht weißt, welche Religion deine politischen Führer folgen, dann wirst du nie verstehen, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun, warum sie es tun. Und das war ja damals erst der Punkt, der mich, ich war ja damals ungläubig, angesetzt hat, in die Religion reinzuschauen. Und das hat mich dann zu Alexander Hislops Buch geführt, von Babylon nach Rom, wo ich dann festgestellt habe, dass alle Religionen in dieser Welt, außer die einzig wahre natürlich, aus Babylon abstammen. Und dass eben Politik und Kirche vereint sind in der römisch-katholischen Kirche. Staat und Glaube. Und dass die geistliche Macht über der weltlichen Macht steht. Die zwei Schlüssel im Vatikan. Oder die zwei Schwerter, wie immer man es sehen will. Ja, die zwei Schlüssel in der vatikanischen Flagge. Und einem jeden, der auch die Sendung Moderne Kriege ein wenig verfolgt hat, ist ganz klar, dass Religion und Politik sich verketten. Aber den Toren fällt das nicht ein. Wer sind denn die Toren? Ja, ich sag's mal ganz krass. Frei von der Leber weg. Die Toren sind alle diejenigen, die sich nicht darum bekümmern, was wirklich in dieser Welt passiert. Die sich ablenken lassen von ihren fleischlichen Gelüsten, die sich auslassen in dem, was sie essen, in dem, was sie lesen, in dem, was sie schauen, in dem, was sie am Computer und am Smartphone und sonst wo tun. Menschen, die alles tun, um ihre eigenen Gelüste zu befriedigen, niemals daran denken, sich darüber zu informieren, was eigentlich hinter dieser oder jener Geschichte einmal steckt. Das fällt den Toren nicht ein. Und die römisch-katholische Kirche nährt sich von der Ignoranz der Völker. Deswegen kann es für die römisch-katholische Kirche gar nicht genügend Toren geben. Deswegen kann es gar nicht genügend Menschen geben, die sich durch Sport, die sich durch Unterhaltung ablenken lassen von den wahren Dingen. Und deswegen passiert immer, wie jetzt im Augenblick auch, jetzt läuft gerade die Fußball-Europameisterschaft, das ist natürlich schon längst vorbei, wenn ihr diese Sendung hier im Oktober guckt, aber wir sind heute am 11. Juli hier, jetzt steht, glaube ich, mehr oder weniger das Finale oder Halbfinale oder was fest, und die Leute schauen das mit einer Intensität, das kann man sich gar nicht vorstellen. Hier in Belgien, die sind, glaube ich, schon längst rausgeflogen, hängen immer noch die ganzen Fahnen draußen. Ich sage, die lassen sie jetzt wahrscheinlich hängen für die Tour de France oder sie lassen sie hängen für die Olympiade oder sie hängen sie sowieso immer raus, weil, ey, mein Land, toll, da stehe ich voll hinter. Wie sich Religion und Politik verketten, das fällt den Toren echt nicht ein. Und die Welt ist leider voll von Toren. Und ich sage das nicht mit einer Arroganz runterschauen und sagen von, ja, aber ich bin nicht so. Ich war ja auch einer von denen. Nur viele Menschen sind einfach nicht mehr in einer Art und Weise erzogen, dass sie gelernt haben, Dinge zu hinterfragen. Ich komme aus einer Generation, mir hat man das noch beigebracht. Und meine Mutter hat damals immer, die ist beinahe verrückt geworden, als ich klein war, hat sie mir selbst immer gesagt. Immer wenn sie mir irgendwas erklärt, habe ich gefragt, warum, wieso, weshalb, was steht dahinter, warum, bis ich mit der Erklärung einverstanden war, der Mutter gesagt hat, ja, weiß ich auch nicht, jetzt ist genug, kann ich nicht mehr sagen. Ich habe immer nachgebohrt, versteht ihr? Und das gibt's heute nicht mehr. Heute wird den Kindern mit 2,5 Jahren ein Smartphone in die Hand gedrückt und damit ist gut. Dann gucken die sich irgendwelche
Comics an oder sonst irgendwas oder was weiß ich im Internet oder sonst wo. Und dann geben die Ruhe und da wird das Kind von Anfang an so Gehirn gewaschen, dass überhaupt nicht mehr irgendwelche Regung aufkommt und dann wird es automatisch zu einem Toren erzogen. Leider. Das ist nun mal leider so. Aber ich meine, es ist ja nicht, weil ich das sage, dass ich deswegen das mit einer Arroganz oder sowas sage. Ganz im Gegenteil. Ich mache diese Sendung ja hauptsächlich deswegen, dass eben vielleicht der ein oder andere Tor vielleicht mal wach wird durch das, was ich hier sage und vielleicht die Saat mal aufgeht und er anfängt zu hinterfragen. Und wenn er anfängt zu hinterfragen, dann sich an die richtigen Stellen wendet. Da, vielleicht nicht von Anfang an. Es gibt einige Leute, die laufen dieser jüdischen Weltverschwörung hinterher, ne? Die ja auch an die Protokolle der Weisen von Zion glauben, die ich ja auch in dieser Sendung letztens besprochen habe. Oder die glauben, dass hier die Bilderberger die große Macht haben oder sonst irgendwelche, zwischen Anführungszeichen, Geheimorganisationen oder unsere Regierung ja so schlimm ist. Ja, ist sie auch. Aber die Regierung ist ja auch eine Puppen, Marionettenpuppen an den Stricken der Leute. Aber es gibt ja vielleicht auch mal hier und da wirklich ein paar Menschen, die anfangen, sich solche Sendungen mal anzugucken. Vielleicht, weil sie ihnen empfohlen worden von regelmäßigen Zuschauern, aber sie sagen, hey, guck mal hier, schau das mal und denk mal nach. Weil so ist es bei mir ja auch gewesen. Der Joachim hat ja damals gesagt, Jörg, du bist doch ein intelligenter Mensch, du stellst doch immer Fragen, du willst doch immer die Wahrheit wissen. Warum hast du denn da und da nicht mal nachgeschaut? Und meine Antwort, oh, interessiert mich nicht, ich habe andere Dinge zu tun. Ja? Das kann aber wichtig sein. Ja, und dann fiel irgendwann mein Groschen. Und da habe ich dann angefangen. Und das hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Wie sich Religion und Politik verketten, das fällt den Toren erst recht nicht ein. Nein, deswegen wollen wir es den Toren ja nach Möglichkeit beibringen. Okay? Also. Nun wurde in diesem Salon der Frau von Krüdener nicht nur geschwärmt, gepredigt und gebetet. Es wurde dort auch sehr eifrig politisiert. Goethe meinte zwar, wie sich Verdienst und Glück verketten, das fällt dem Toren niemals ein. Er hätte jedoch mit größerer Berechtigung sagen können, wie sich Religion und Politik verketten, das fällt dem Toren erst recht nicht ein. Hier können wir dies jedoch nicht nur sagen, sondern feststellen, es geschah und geschieht auch in der Gegenwart sehr oft, dass Fürsten, Minister und andere mächtige Personen auf diese Weise in eine Richtung gelenkt werden, in der sie diese oder jene dunklen Mächte und dunklen Kräfte wirken zu sehen wünschen, um deren Macht und Einfluss für ihre Zwecke zu gebrauchen. Und kleiner Einwurf von mir, dann nicht verstehen, dass sie den Macht und Einfluss für ihre Zwecke nicht gebrauchen können, sondern dass ihre Zwecke diese dunklen Kräfte sich zu eigen machen. Denn, so verriet uns der ehemalige USA-Präsident Harry S. Truman, Zitat, die Politik ist eine Bühne, auf der die Souffleure oft mehr zu sagen haben als die Darsteller. Ende Zitat. So soufflierte die Sibylle Juliane von Krüdener dem Zaren Alexander I. die Idee der Heiligen Allianz, während er sich in der Rolle eines Retters des Abendlandes gefiel. Man muss den Leuten nur ihr Ego streicheln, um zu bekommen, was man will, nicht wahr? Ernst Moritz Arndt nannte die Frau von Krüdener die Feldmarschallin des Salons. Goethe kennzeichnete sie als eine Frau, die, wie einst junge Huren, alte Nonnen, von Pfaffen wohlberaten, im Kloster Wunder taten. Jetzt Europa durchzieht und an den Höfen Affen, Hunde und Bären tanzen lässt. Er nennt ihre okkulten Faseleien neue leid'ge Zauberflöten, mit denen sich das Hurenpack zuletzt zu Propheten emporschwindet. Wenn der zornige Goethe der Frau von Krüdener ein solches Gedicht widmete, in dem er so ungewöhnliche Töne anschlug, kann man ermessen, wie groß der Einfluss dieser Frau gewesen sein muss. Frau von Krüdener wurde aus der Schweiz und verschiedenen deutschen Staaten ausgewiesen,
bis sie schließlich nach Russland abgeschoben wurde. Dort starb sie am 25. Dezember 1824, ein Jahr vor dem Zaren Alexander I., in einer von der Fürstin Golitschin gegründeten pietistischen Kolonie auf der Krim. Es ist sehr aufschlussreich, dass verschiedene Angehörige der Familie Golitschin durch Demestres Einfluss zur römisch-katholischen Kirche übergetreten waren. Die Jesuiten betrachteten den christlichen Okkultismus der Frau von Krüdener daher mit Misstrauen und Sorge. Bereits im Jahre 1814 hatte der vorausschauende Jesuitengeneral Broschowski, der sich auf die Golitschins stützen zu können, hoffte, geschrieben, Zitat, unser Graf Golitschin ist nicht mehr der, der er war. Ende Zitat. Die Bezeichnung unser sagt alles. Nun, ich werde die Lesung hier im Augenblick beenden, weil ich noch einen kleinen Kommentar geben möchte an das, was ich zuletzt vorgelesen hatte. Es steht hier, dass die Jesuiten betrachteten den christlichen, also den katholischen Okkultismus der Frau von Krüdener mit Misstrauen und Sorge. Dem widerspreche ich ganz klar, weil die Jesuiten sind die Meister des katholischen Mystizismus und Okkultismus. Ja? Die betrachten das nicht mit Sorge, die unterstützen das. Aber wir wissen ja, die Jesuiten spielen nur auf beiden Seiten. Also vorsichtig mit solchen Sätzen hier dem Autor das volle Glauben zu schenken, ihr müsst das größere Gesamtbild sehen. Ja? Und der Jesuitengeneral Broschowski, das war also der, der die Jesuiten damals in Russland geleitet hat, weil 1814 waren sie allgemein noch verboten und hatten ja in Russland Unterdach gefunden und wurden aus Russland geführt von diesem General Broschowski, der sich auf die Golitschin stützen zu können, der hatte geschrieben, unser Graf Golitschin ist nicht mehr der, der er war. Unser Graf Golitschin. Also, unter wessen Einfluss steht er denn dann? Ne? Es ist sehr aufschlussreich, dass verschiedene Angehörige der Familie Golitschin durch Demestres Einfluss zur römisch-katholischen Kirche übergetreten waren. Also der Golitschin war mit seiner ganzen Sippschaft jesuitisch. Die Bezeichnung unser sagt alles. Und damit werden wir die Lesung für heute beenden und werden nächstes Mal in der 16. Lesung den letzten Absatz auf Seite 152 fortfahren und uns dann weiter in dem Buch Kreml und Vatikan ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte widmen und weiterlesen. Ich hoffe, es hat euch Vergnügen bereitet, will ich gar nicht mehr unbedingt sagen, aber es hat euch Erkenntnis gebracht, ihr seid was weiser geworden und es setzt euch an, eure eigenen Nachforschungen zu machen, die unglaublich wichtig sind, weil ich kann hier so viel vorlesen und erzählen und tun und machen, was ich will. Es ist das, was ihr selbst macht, was zählt. Wenn ich etwas anzetteln kann in der Hinsicht, wenn ich euch zu etwas bringen kann, genau wie diese Toren, von denen ja hier Goethe gesprochen hat, ne? Wie sich Religion und Politik verketten, das fällt den Toren erst recht nicht ein. Wenn ein Tor dieses Video jetzt gesehen hat und endlich mal wach wird und anfängt, Dinge zu hinterfragen, ja, mehr kann ich ja gar nicht erwarten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn ich dann von dem einen oder anderen mal einen Kommentar bekomme, wie ich das in der Vergangenheit ja auch schon mal hatte, der sagte, durch meine Videos ist er dahin gekommen, die Dinge selbst zu untersuchen und hat begriffen, worum es geht und hat vor allen Dingen die Bibel auch in die Hand genommen und misst jetzt die Dinge in dieser Welt an der Bibel, ja, dann kann ich nur sagen, Halleluja, preise den Herrn, danke, Jahwe, danke, Jesus Christus, für diese Gabe, die ihr mir gegeben habt, um andere Leute zu probieren, aufzuwecken und dafür zu sorgen, dass es weniger Toren in dieser Welt gibt, die Religion und Politikverkettung nicht sehen, sondern die es auch studieren und sich anschauen. Bis zum nächsten Mal, bitte. Lest eure Bibel. Shalom. Maranatha.